Immer mehr Menschen verzichten zumindest innerorts auf das Auto und nutzen stattdessen öffentliche Verkehrsmittel oder ihr Fahrrad. Und wer gerne Fahrrad fährt, sollte auch ein ausgebautes Radwegenetz haben. In den allermeisten deutschen Städten orientiert sich das Verkehrsnetz allerdings immer noch zuallererst im Auto. Um daran etwas zu ändern, musst du nicht warten, bis auch der allerletzte Stadtrat in deiner Stadt verstanden hat, dass man die Verkehrswende unterstützen muss. Stattdessen gründen sich gerade überall in Deutschland Initiativen, die die Verkehrswende per Bürgerentscheid einläuten wollen. Die wesentlichen Forderungen sind, dass es mehr Geld für den Ausbau des Radwegnetzes geben soll. Die Fahrradwege sollen breiter, komfortabler und sicherer werden. Und es sollen Radwegschnellnetze eingeführt werden. In München hatte der Ratentscheid bereits Erfolg. Es konnten über 160.000 Unterschriften gesammelt werden, woraufhin der Stadtrat der Stadt sich darauf einigte, die wichtigsten Forderungen der Initiative zu unterstützen. Und es könnten viele Städte folgen. Eine Übersicht über die Situation in ganz Deutschland findest du unter diesem Video. Und vielleicht gibt es ja auch in deiner Stadt eine Initiative über den Ratentscheid. Oder du kannst eine gründen.